Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir jetzt Foundation. Ja, es wurde schon tausendmal wahrscheinlich durchgekaut, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Und ich habe es jetzt geholt und habe mir gedacht, ja, wir probieren es zusammen aus. Und da ich jetzt eh Planet Zoo beendet habe, habe ich eh was Neues gesucht. Und es kam wie passend halt, ne? Bedeutet, würde ich sagen, ihr könnt auch hier schauen, ich habe noch nicht gespielt. Neue Spiele, ich habe das Einzige, wo ich war, waren in den Einstellungen, wo ich ein bisschen was eingestellt habe. Deswegen Karte, Hügel, Küste, Flussbett, Berge, Tal. Ich würde sagen, wir nehmen die schöne Küste, oder? Ich würde sagen, Spiel starten, oder? Ich hätte gedacht, die wird random generiert, die Karte. Also kannst du... Oh, wir sind schon drin. Oh, das ging aber schnell. Okay. Bla bla bla. Ja, das werden wir ja alles selber herausfinden. Jetzt muss ich also sozusagen mein Startgebiet... Wow. Ich weiß, wo wir eine Festung hinbauen können. Okay. Gibt es da noch mehr Flächen? Also, was ist denn hier rum? Okay. Bäumchen, ganz viele. Viele schöne Bäumchen. Vielleicht werde ich das jetzt... Oh, guck mal, wir können auch hier oben starten. Obwohl, dann hätten wir... Gibt es Fisch? Kann man fischen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, es gab mal Fischen. Dann könnten wir den nehmen, dann könnten wir hier zum Fisch und dann... Na, aber ich will aber eher zu dieser Insel hier. Also eher schon nach da, weil ich dann... Ah, diese Entscheidungen. Aber hier kannst du halt auch nicht gescheit bauen. Hier müsstest du halt hier so einen Dorfplatz hinbauen und hier so einen Dorfplatz. Oder hier so... Obwohl, das wäre auch schon cool, wenn sich hier so ein Dorf entwickelt, wo alle wohnen. Und dann geht es hier so mehr so Richtung Verarbeitung. Ach, weiß ich was, wir nehmen jetzt den hier. Nichts da und drum geschissen. So, warte mal. Neuer Auftrag. Baut ein Dorfzentrum. Baut ein Dorfzentrum. Wo ist das Baumenü? Da ist es. Dorfzentrum. Setzen wir hier hin. Oh, da sind Leute. Sammlerhütte. Wird ja wahrscheinlich so, wie ich denke. Warte mal. Ich habe aus Spielen gelernt, immer erst Holzfäller. Holzfäller sind das Wichtigste, was es gibt. Steinbruch. Ne, warte mal. Dann Essen. Warte mal. Auftrag abgeschlossen, Auftrag baut ein Dorfzentrum abgeschlossen. Ein Baumeister, was? Achso, habt ihr einen neuen Auftrag, einen Baumeister hinzuzuweisen? Okay. Was? Oh. Arbeitslos? Arbeitsplatz anzeigen? Essen? Ah, okay. Oh, guck mal, dann wirst du Baumeister und du wirst Baumeister und du wirst eine Baumeisterin und du bist Baumeisterin. Du wirst Holzfällerin. Du wirst genauso Holzfäller. Du wirst Sammler. Und du auch ein Sammler. So. Ja, wir haben da, oh, guck mal. Oh, es erstellt automatisch Pfade. Wie geil ist das denn? Mieze! Steinbruchbogen. Versorgt das Dorf mit Wasser. Oh, Wasser ist vielleicht keine doofe Sache. Die stemmen wir. Obwohl, wir sind ja eigentlich fast schon am Meer, ne? Also Sinn ergeben tut es ja nicht wirklich. Setzen wir hier hin. Und dann brauchen wir natürlich noch Stein. Kann ich das drehen irgendwie? Warte mal, hier. Ah, so drehe ich das. Dann schauen wir mal, wo wir den am besten hinsetzen. So. Und du bist arbeitslos noch, oder? Dann wirst du Steinhauer. Oder? So. Es gibt keinen Abbau für den Bereich des... Oh, warte mal. Ah, warte mal. Hä? Warte mal. Hier? Was? Kein Bereich? Für was denn? Ausbauzonen einzeichnen. Abbau. Abbau. Oder? Ich würde mal sagen, wir müssen hier nachher eh noch was hinsetzen. Bedeutet, ihr reißt jetzt einfach mal alles hier
ein Gebiet ab. Macht mal hier den, das Meer frei. Wir müssen eh hier noch hin. So. Auftrag abgeschlossen. Habt ihr einen neuen Auftrag? Produziert Beeren. Sammler können keine zugängliche Ressourcen in Abbauzone finden. Ach so, muss ich jetzt sozusagen das hier auch in die Abbauzone. Au, bedeutet, ich muss da drüben den Stein. Ich verstehe das nicht. Warum ist das jetzt alles zum Beispiel eine Sache? Wo ist mein Steinmetz eigentlich? Da ist er. Ihr seid jetzt meine Bauarbeiter. Bedeutet, ihr wartet jetzt wahrscheinlich noch auf Stein, oder? Auf was wartet ihr denn? Steine. Weil wir haben keine Steine. Das bedeutet, einer von. Ich werde euch mal von euch. Warte mal, wer ist denn jetzt hier der Schlechteste? Zum Beispiel im Zustand. Da. Hier ist ein Stein. Du bist Steinhauer? Willst du mich jetzt. John? Du bist Steinhauer, John. Au. Warte mal. Da muss noch gebaut werden, deswegen. Was kann ich jetzt machen? Ihr habt einen neuen Auftrag. Speicher, 100 Gold. Also muss ich jetzt ins Speicher bauen. Speicher wird zur Lagerung und Handel von Ressourcen benötigt. Oha. Dann setzen wir hier nochmal hier hin, würde ich sagen. Das ist richtig schön nah am. Also am Platz, am Marktplatz oder was das auch. Nee, warte mal, das war das Dorfzentrum. Also muss ja zentral liegen. Weißt du, Brunnen und sowas, die liegt ja meistens zentral eigentlich. Offer, ich bin zu dumm dafür gerade. Und ich denke mal schon hier so, wird alles so hafenmäßig und hier entsteht dann so ein schönes Wohngebiet. Es liegt nicht so schön flach, finde ich. Und entweder wir setzen dann hier drauf die Feste. Oder die Festung kommt eiskalt da hinten auf diese Insel. Bis da müssen wir dann eine fucking Brücke hinbauen. Oh, der Steinbruch ist fertig. Nice. Nietzsche mal wieder, Nietzsche. Du bist Baumeister, du wirst jetzt aber Steinhauer. Dann haben wir von allem, glaube ich, zwei. Arbeiten die auch richtig? Wo gehst du hin? Jo! Hau drauf, Junge! Hau auf die Steine! Ach, guck, wie das Haus entsteht. Nice. Ich habe vielleicht eins der Videos gesehen von Ben. Von. Banished? Foundation. Warum bin ich jetzt wieder bei Banished? Aber selber gespielt noch nie. Deswegen könnte es sein, dass ihr es nicht versteht, warum ich jetzt gerade so hyped bin, einfach. Weil ich es einfach gerade genial finde. Vor allem, wie das hier sich entwickelt. Du siehst halt wirklich, wie einfach die Leute, wenn die den Weg gehen, dann drückt sich hier so ein Fädlein. Das ist für mich, ich finde das genial. So, der Baumeister weiß auch gerade nicht, was er zu tun hat, weil es fehlen Steine. Habt ihr Steine? Weibliche Zufriedenheit. Warum? Warum bist du so schlecht gelaunt? Habe ich noch einen aufgebaut? Einen Speicher, einen neuen Träger zu. Ich muss den Träger zuweisen. Eieieiei, Baumeister. Dann bist du halt jetzt Träger. Ah, der trägt dann die Waren von dem Teil hier rum. Okay. Habt ihr denn jetzt mittlerweile Steine oder nicht? Drei Steine. Jo, Baumeister, du musst nur nach da hinten gehen. Da ist genug Stein für eins auf jeden Fall, mindestens mal. Was machst du? Du machst das Pause. Ich habe gerade frei. Ich versuche, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ah, du hast Bedürfnisse? Ja. Die machen jetzt alle Pause, die faulen Säcke. Ich habe gerade, ich versuche, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ob man später auch so terraformen kann, dass man sozusagen sagt, man macht hier voll die gerade Wand rein? Was gibt denn da noch? Monumente. Einen Markt. Einnahmen durch den Verkauf von Waren an eurem Dorf. An eure Dorf. Was? Das geht? Holzbrücke. Erlaubt das Überqueren von Abgründen. Oh, ich sehe jetzt schon, was da kommt. ja. Gebäudeteile? Was? Okay, baut einen Speicher, tut einen Träger zuweisen, weist der dem Speicher zu. Okay. Hä? Ich hab's so grob verstanden. Ah, jetzt baut er erst den Brunnen. So ein schlauer Mensch wieder, aber okay, Wasser ist vielleicht auch wichtig, ne? Kann man eigentlich vorspulen? Jo, kann man. Mir fehlt noch ein Stein. Walter bringt einen Stein. Hey, Walter!
Walter, was geht, Junge? Ich wusste gar nicht, dass du Walter heißt. So, jetzt haben wir einen Brunnen. Jetzt holt er sich wieder Stein. Und geht hier hin. Walter bringt wieder einen Stein vorbei hier. Fehlende Ressourcen. Jetzt müssten doch beide eigentlich gleich mal den Stein vorbeibringen, oder? Hey, Walter! Da sind schon wieder zwei Steine drin. Walter! Meine Güte! Walter ist zu faul zum Leben hier. Walter! Ah, holt drei Steine. Bedeutet, dann fehlt noch ein Stein. Der sollte wahrscheinlich jetzt angekommen sein, oder? Jo. Walter baut jetzt unseren Speicher fertig. Nice. Bedeutet, wir haben fürs Erste dann alle grundsätzlichen Sachen gebaut. Jetzt muss er noch hier zuspeichern. Warenplatz. Beeren. Okay. Und Karl ist jetzt der Treasure. Der Karl, der warum läufst du denn nicht einfach seitlich rein, so wie ich es extra gebaut habe? Aber okay. Oh, da kommen jetzt die ganzen Sachen rein. Nice. Da sind jetzt 37 Bären schon drin. Halleluja. Maximale Kapazität. Da gehen auch nur Bären. Achso, das ist jetzt... Wird für die Lagerung und den Handel von Ressourcen von Typ Nahrung, Rohkost, Luxus, Essen und Speicher benötigt. Okay. Ihr habt einen neuen Auftrag. Erfüllt die Bedürfnisse eurer Neuankömmlinge. Was sind eure Bedürfnisse? Wasser und Nahrung. Mein Arbeitszeit ist vollgestopft. Woodcutter Camp. Okay. Leute, du beschwerst dich darüber, dass du nicht... Ah, nein, das ist falsch. Wir könnten ein Sägewerk bauen. Holzfäller, Sammlerhütte. Da ist er. Markt. So. Ich frage, wo setzt man denn den Markt dann hin? Blaues Zelt, Lebensmittelstand, Warenstand und Luxus. Wir wollen ja am Anfang eigentlich nur einen Lebensmittelstand. Bauen wir den erstmal hier so hin, oder? So, und du hast so ein schönes... Oh, warte, warte, der ist falsch rum. So. Dann kommt da drüber so ein Dächle. Schild für Warenstand, Schild für Lebensmittelstand. So. Ich würde dann hier außen um so einen kleinen Zaun ziehen. Mal bis hier hin. Das ist ein richtig schöner kleiner Markt werden. Der soll halt... Keine Ahnung. Habe ich die jetzt richtig platziert? Nee, so. Und hier auch noch. So. Und da kommen dann so ein paar Fässler hin. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet das vorab kosten. Ui. Ist da noch mehr? Nee, aktuell nicht, ne? Einfach so ein paar Fässer hin. Wo dann davor noch eine Bank steht. Wow, würde sagen, das wird wahrscheinlich fürs Erste reichen. Luxusgüter haben wir noch nicht und Waren. Waren, okay, das können wir aber später machen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal Baubeginn. Wo kriegen wir den Stoff her? Und Bretter brauchen wir auch. Autschi. Was baust denn du gerade, Junge? Also Bretter. Ja. Dafür brauchen wir ein Sägewerk, ne? Stellen wir einfach mal hier so hin, oder? So. Das bist nur, du bist der Träger jetzt, ne? Ja. Aha.
So, der Stand steht ja schon. Kann man den schon benutzen? Einnahmen durch den Verkauf von Waren eurer Dorfbewohner. Anzahl der Gebäudeteile 12. Du musst jetzt ernsthaft erst alles fertig bauen. Das wäre unangenehm. Ich finde es halt bescheuert, dass man das Dorfzentrum vielleicht nicht umbauen kann irgendwann in der Zukunft. Das wäre nicht... What the fuck? Wie viele Bären haben wir denn auf Lager? Ja, ein bisschen was, würde ich sagen. Stoff haben wir aber wahrscheinlich keine, ne? Aktuell haben wir noch minus 6. Baut einen Brunnen haben wir. Bauen wir, baut einen Markt, um einen neuen Marktmitarbeiter zuweisen. Ey, ich habe so viele Leute nicht. Was bist denn du jetzt zum Beispiel? Du bist Träger. Und wenn ich jetzt... Dich... Bleib mal stehen. Kann ich dich schon als Träger, Sammler, Marktarbeiter... Geht noch gar nicht. Dann machen wir dich jetzt wieder zum... Steinhauer. Solange es geht. Dafür sollten wir relativ schnell alles haben. Dann setzen wir da vielleicht noch ein Steinmetz hin. Weil der wird wahrscheinlich dann irgendwie so laufen. Aber Leute, das war's. Das war's für die erste Folge. Ich hoffe, es hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.